Hallihallöchen, meine werten Sportsfreunde, und willkommen in der Eurofighter Arena. Es spielen TSV Euerdorf gegen FSV Sprockhövel. Und das ist eine sehr, sehr interessante Mittelfeldpartie. Und mit Mittelfeld meine ich nicht hier auf dem Platz, sondern auf der Tabelle. Sprockhövel 6. Euerdorf 7. Beide mit 20 Punkten. Sprockhövel hat aber eine bessere Differenz mit plus 1 Tordifferenz im Gegensatz zu Euerdorf, die eine minus 1 Tordifferenz haben. Und hier sehen wir auch die Startaufstellung, dieses Mal mit Danner hinten dabei. Und natürlich, wie immer, Heidelei vorne. Sonst gab es im letzten Spiel keine großartigen Wechsel. Ja, und FSV Sprockhövel hat meines Wissens nach überhaupt keinen Wechsel zum letzten Spieltag gemacht. Die Standard-Elf kann man ja fast schon sagen, die hier heute spielt. Kein Problem, für dich immer wieder gerne Stadionsprecher. Aber ja, beide sind in der Rückrunde mit einem Sieg gestartet. Sprockhövel hat Hollis 4-2 besiegt, währenddessen Euerdorf sich ein 1-0 errungen gegen Dassau. Und ja, jetzt wollen sie natürlich ihre Form weiter behalten, wollen hier natürlich höher und vielleicht sogar um Europa mitspielen. Aber das ist auch ein Wunsch, der zwar greifbar nah ist, aber noch in den Sternen steht. Gerade so in Euerdorf will dann natürlich gerne um Europa mitspielen, um es den Kritikern zu zeigen. Erster Torschuss. Aber das Tor wurde verfehlt von Heining. Einer der stärkeren Torschützen, Tatsache. Einen kommt auf 11 Tore, genau wie sein Sturmkollege Rasim Halilay. Aber ja, deswegen wäre es natürlich schön für Euerdorf, es den Kritikern zu zeigen und ja, die Season mit einem Europaplatz zu beenden. Währenddessen Sprockhövel so ein bisschen die Überraschungstüte der Liga. Mal spielen sie phänomenal und könnten locker um Platz 1 mitspielen und mal sind sie, ja, eher nicht so Liga 1 würdig, aber in dem Durchschnitt ist es aktuell eine sehr, sehr entspannte Mittelfeldplatzierung. Ei, abseits. Also man weiß nie so richtig, was man von Sprockhövel erwarten kann. Aber bisher ist es gut genug, um Europa mitzuspielen. Gerade beide Mannschaften gerade mal 3 Punkte dahinter. Bisher auf dem 4. Platz ist die Sportvereinigung aus Essen. Und jetzt hier fährt mein Angriff von Sprockhövel. Wotzlawek. Ja, sieht er im Rückraum verstanden. Ich habe das eigentlich verstanden, aber egal. Ecke. Ausgeführt von Watzlawek. Sehen, was uns hier von der Ecke erwarten kann. Wird kurz ausgeführt auf Jankowski. Ja, dabei wurde geklärt. Gerade noch so mehr schlecht als Rest, aber er wurde geklärt. Das war eine sehr interessante Grätsche. Vielleicht findet sie Liebe seines Lebens. Und Volley-Abschluss! 1-0 für Sprockhövel! Peter Jankowski mit
der Führung. Höhen rausgespielt. Alle Zeit der Welt gehabt und das im Strafraum. Das sollte so nicht passieren. Aber es ist passiert. Und ja, Peter Jankowski hier. Phänomenaler Abschluss. Da kann Weber. Ist Schäfer, nicht Weber. Das ist die falsche Mannschaft. Da kann Schäfer stricken gehen, einen Freizeitpark besuchen, keine Ahnung, aber halten, das wird erstmal nix. Und ja, 20 Minuten gespielt, 1:0 für Sprockhövel. Der Auswärtsblock ist am Feiern hier. Währenddessen der Trainer von Euerdorf ein bisschen am Ausrasten. Defensiv darfst du niemals so stehen, dass man so viel Zeit für eine Flanke hat. Dafür ist jetzt hier sofort die Antwort, Heining. Wunderschöner Pass und Tor! Fußball-Challenge! Innovativ, aber nicht der richtige Zeitpunkt. Oh, aber da ist schon wieder der nächste Angriff und Luen macht das hier sehr, sehr gut. Wunderschöne Ballführung vom Verteidiger. Und Jankowski hier. Trickser, Mixer. Heining. Ja, auch hier Ballverlust. Aber jetzt ist euer Dorf wach. Das muss Rockhöfel aufpassen. Aber gleichzeitig muss euer Dorf hier aufpassen, keinen Konter zu fressen. Jetzt hier Jankowski, Peter Jankowski. Ja, kommt er nicht ganz durch. Geht es über den Flügel, sucht da seine Anspielstation. Sieht da ganz weit hinten trocken. Und das war ja mal. Puh. Das war ein nett gemeinter Pass zu den Euerdorf-Spielern. Aber wird nicht bestraft. Zumindest nicht spielerisch. Jetzt hier aber für Geronimo! Zu zentral geschossen. Da hatte Schäfer nicht die größte aller Probleme, aber es gibt trotzdem erstmal eine Ecke. Vorhin gab es nach der Ecke ein Tor. Jetzt wird dieses Mal lang ausgespielt und oh, daneben gehüpft. Schade. Das hätte hier das 2:0 sein können, aber sowohl Verteidiger als auch Angreifer sind hier daneben gehüpft. Und da wurde jetzt wahrscheinlich die Hand benutzt oder zu sehr am Trikot gezogen. Jedenfalls Freistoß für Euerdorf. Mal so ein bisschen Ruhe einbringen nach der gefährlichen Situation. Vorteil. Ja, aber ist. Ja, die Passquote von den Verteidigern ist heute eher unterdurchschnittlich. Neubeck jetzt auf Victorino. Cristobal Victorino auf Neubeck. Und Messias macht das sehr gut. Unterstützt er die Verteidigung und geht in den richtigen Moment erschwissen. Wunderbarer Doppelpass ist hier mit Geronimo. Leon Messias sieht da Peter Jankowski. Aber der hat da die Hand mit benutzt. So nimmst du keinen Ball mit. So nimmst du maximal. Ja. Die Trauer mit. Hotschler weg. Ja, jetzt kommen, versuchen das hier ein bisschen durchzukombinieren, aber Stress jetzt mit dem Ballverlust. Es wird wahrscheinlich nicht mehr lang nachgespielt, genau eine Minute und trocken jetzt. Heiko trocken. Sieht er Jankowski und trocken und das war ein sehr früher Pfiff. Sehr nah an der Euerdorfer Grenze, aber was Schiri sagt, ist Gesetz. Halbzeit 1:0. Hier sehen wir den Goalgetter, Peter Jankowski. Wir sehen uns in der zweiten Hälfte wieder. Und da sind wir auch schon wieder in der Partie. Und ja, mal sehen, wie hier die beiden Mannschaften aus der Halbzeit rauskommen. Ob es da jetzt neuen frischen Wind gibt, neue Anweisungen. Denn bisher sieht hier wieder Sprockhövel sehr stark aus.
Jankowski mit dem Seitentor. 0 zu 2. Da wird euer doch wieder laut. Da, du kannst dich vor dem Heimblock jubeln. Da werden sie ganz, ganz allergisch. Aber ja, wunderschön rausgespielt. Und dann, ja. Jankowski hätte noch seine Oma besuchen können, bevor er den Ball reinmacht. So. Der war überhaupt nicht in Gefahr. 2:0 und jetzt muss sich euer Dorf was überlegen, damit sie hier nochmal zurückkommen. Damit sie hier die Niederlage abwenden können. Das war zum Beispiel eine schlechte Idee. Ah, passt ein bisschen so optimistisch. Jetzt hier Siermais auf Neubeck. Und Trocken schon wieder ganz vorne mit dabei. Sehr interessante Idee vom Burghöfel-Trainer. Man seinen Innenverteidiger einfach mal als Motor benutzt. Aber das ist halt die Konsequenz. Halilai, jetzt hier frei am Laufen. Ja, es ist ein qualitativ hochwertiger Stürmer. Heinig und Neubeck. Aber direkt auf Lenz. Keine Gefahr. Ja, auch der Ballbesitz sagt, dass das hier eher eine verdiente Führung ist für Sprockhövel. Würde ich erstmal auch zustimmen, dass die Führung hier definitiv in Ordnung geht. Und wenn man hinten so verteidigt wie jetzt euer Dorf, geht auch die 2:0-Führung in Ordnung. Aber jetzt hier Victorino, Cristobal Victorino, sieht da Heinink, aber er bleibt kleben. Und Trocken hier, neuer NBA-Starspieler geworden, ganz kurz. Der ging ja höher als die Wahlquoten von der AfD und die gehen leider schon viel zu hoch. Einwurf und ein Wechsel. Meier kommt für Messias. Messias hat heute eine gute Partie abgeliefert. Muss man einfach so sagen. War eine gute Partie. Hat sich hier sein Feierabend verdient. Neubeck jetzt. Auf Kerelmeer. Halilai! Aber gute Parade hier von Lenz. Und jetzt Victorino mit der Ecke. Eine Standardsituation ist natürlich ein Victorino sehr bekannt und sehr gefürstet. Aber so nicht. Jankowski jetzt gegen 3. Aber da kommt die Mannschaft mit. Geronimo. Luen. Das ist Jankowski und da ist Daniel Verstappen. 3:0. Die Effizienz von Sprockhövel, die ist so unheimlich. Die haben jetzt 3 gute Chancen und alle 3 gingen rein. Das ist unheimlich. Und das ist stark. Und das ist unheimlich stark. Verstappen. Ganz, ganz trocken. Ins untere Eck. Ja, Füße ist als Schäfer natürlich ein bisschen verarscht. Wo ist da die Abwehr? Wo ist da der Lebenswille? Beides aktuell in euer Dorf nicht wirklich vorhanden. Und ich will mich ja nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Weil sonst fall ich runter und dann habe ich eine Verletzung. Und ich mag zwar von der Grube, aber ich möchte mich jetzt nicht neben ihn legen. Aber ich sage, das Spiel ist gelaufen. Ich glaube, das noch zu drehen, dafür brauchst du 3 Wunder. Und du brauchst die 3 Wunder sehr schnell. Und du brauchst die 3 Wunder besonders jetzt. Meier kann er ganz alleine schießen. Hätte er mal auf Jankowski abgelegt. Der hätte den unten in den Zugucken reingemacht. Jetzt hier Geronimo raus für Poldi.
auch eher soweit cleanes Spiel gespielt. Hat sehr viel im Angriffsaufbau geholfen. Da musst du auch nicht wirklich mal ein Tor schießen, besonders wenn dein Verein eh mit 3 Toren führt. Abseits. Ja, und also der nächste Wechsel. Celestin für Verstappen. Ein Wechsel. Da wären die geilen Kirsten-Fans natürlich neidisch. Von der Qualität her. Aber der passiert hier für Frau Köfel. Mit dem Neubeck auf Heinig. Heinig versucht es hier mal mit dem Solo. Passt hier zu seinem Bruder. Aber die Verteidigung steht hier wie eine 1 und Victorino, ja. Verzweiflungslos. Doppelwechsel. Victorino und Siemais gehen runter für die Walter. Und er hat. Ob man hier zumindest noch mal ein bisschen. Ja. Ergebniskorrektur betreiben kann. Das ist hier vielmehr die Frage. Zumindest steht hier mal Halilai alleine. Ja, aber so wird das nichts. Auch wenn man hier jetzt natürlich wieder den Ball zurückgewonnen konnte. Jetzt hier mal Danner. Und Heinig, ja. Luen heute super Spiel. An dem ist heute erst kein vorbei. Und Luen, ja. Läuft jetzt hier einfach mal. Der wird auch gar nicht angegriffen. Celestin. Und da ist Jankowski. Aber Schäfer hier mit einer Glanztat. Nur leider wird sich niemand erinnern. Bei einem 3-0. Oder bleibt es beim 3-0? Jetzt hier Poldi auf Meier. Und Poldi! Ja, da habe ich zu früh gesprochen. Aber da habe ich gar nichts. Ich habe euch alle verarscht. Es ist nämlich abseits. Und ja. Der Fuß, der. Ja, damit Tulpen in Holland. Ich weiß nicht genau, wo der Fuß war, aber in Deutschland war es schon nichts mehr. Und das war's auch für die Partie. Frohköfel gewinnt hier verdient. 0-3. Und hat hier wichtige, sehr, sehr wichtige Punkte für Europa gesammelt. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Spiel. Tschüss und auf Wiedersehen.